Hallo, hallo, liebe YouTube-Gemeinde. Hier ist die Sarah aus Dessau mal wieder für euch mit der zweiten Ausgabe meines neuen Formates, die Sarah erklärt. Nachdem mein letztes Video sehr, sehr gut ankam, mache ich nun weiter mit dem Nervensystem. Ich mache jetzt verschiedene Teile vom Nervensystem. Ich fange jetzt ganz einfach an und werde mich dann steigern. Auch nochmal mit Informationen vielleicht, die jetzt wegfallen, werden dann nochmal in anderen Komplexen kommen. Also kommt jetzt die Sarah erklärt 2, das Nervensystem Teil 1. Hallo und herzlich willkommen im Off. Wie gesagt, heute zeige ich euch das Nervensystem. Das Nervensystem steuert und koordiniert lebenserhaltende Körperfunktionen, nimmt Informationen auf durch die Sinneszellen und die Nervenendigung, analysiert und speichert Informationen, regt Effektorgane zur Aktivität an, zum Beispiel Sprachinformationen. Die Gliederung des Nervensystems, einmal anatomisch und einmal physiologisch. Anatomisch wird das Nervensystem gegliedert in das zentrale Nervensystem und das periphere Nervensystem. Das zentrale Nervensystem ist das Gehirn und das Rückenmark. Das periphere Nervensystem wird auch nochmal unterteilt. Einmal alle Nervenzellen und Nervenfasern als Bestandteil der peripheren Nerven außerhalb des zentralen Nervensystems und den Ganglien, Nervenzellansammlungen, außerhalb des zentralen Nervensystems sind Verdickungen in Nerven und Nervenwurzeln und dienen als Umschaltstelle. Die biologische und funktionelle Gliederung in das animale Nervensystem und das autonome Nervensystem. Das animale wird auch cerebrospinales Nervensystem oder Umweltnervensystem genannt. Es ist ein willkürliches Nervensystem. Es unterliegt meinem Willen. Es werden Informationen aus der Umwelt wahrgenommen, analysiert und es geschieht eine Reaktion. Dann gibt es noch das autonome Nervensystem, was auch vegetatives Nervensystem oder Eingeweide-Nervensystem genannt wird. Ein willkürliches Nervensystem unterliegt nicht unserem Willen. Das wird von 2 Teilen gesteuert, dem Sympathikus und dem Parasympathikus. Diese rum werden vom Gehirn gesteuert. Der Sympathikus wirkt leistungssteigernd, der Parasympathikus wirkt leistungsabnehmend. Der Aufbau der Nervenzelle. Erstens sind die Dendriten außerhalb der Nervenzelle. In der Nervenzelle ist die Nisselsubstanz und der Zellkern und herum der Zellkörper. Wenn der Zellkörper langsam übergeht in das Axon oder den Neurit, dann ist das der Ursprungskegel und da drin Axonplasma oder Neufibrillen. Dann kommt dieses lange Ding mit den kleinen Knubbeln, das ist der Neurit oder Axon genannt. Dann dazwischen, zwischen den kleinen Knubbeln ist der Ranvierscher Schüring, ein schweres Wort. Und die kleinen Knubbel sind die Markscheiden, Myeline genannt. Ganz unten seht ihr das Endbäumchen und die kleinen Synapsen sind die synapsischen Endknöpfchen. Das Gehirn. Das Gehirn wird unterteilt in das Großhirn, ist der größte Hirnabschnitt, ist allen anderen Teilen funktionell übergeordnet. Das Großhirn ist symmetrisch in 2 Hälften geteilt, durch eine Längsfurche und durch einen Balken verbunden. Dann gibt es das Rautenhirn. Darunter zählen das Zwischenhirn, das wird gebildet aus dem Thalamus, dem Hypothalamus und der Hypophyse. Dann gibt es noch das Stammhirn. Das wird gebildet aus dem Mittelhirn, der Brücke und dem verlängerten Mark. Und das Kleinhirn, das ist unterhalb des Hinterhauptlappens. Im Bereich des Mittelhirns gibt es die Hirnkammern. 4 Stück an der Zahl, die blende ich euch gerade hier ein. Aber nochmal zum Großhirn, das in 4 Lappen eingeteilt wird. Den Stirnlappen, den Scheitellappen, den Hinterhauptlappen und den Schläfenlappen. Diese Lappen werden unterteilt von der Zentralfurche, die trennt Stirnlappen und Scheitellappen. Der seitlichen Furche, die trennt Stirnlappen und Schläfenlappen. Und der Hinterhauptfurche, die trennt das Kleinhirn von allen anderen Lappen ab. Kommen wir zum Likör. Nein, nicht Likör, sondern Likör.
Das ist Hirn und Rückenmark umspülende Flüssigkeit. Es gibt den inneren Liquorraum in den Hirnventrikeln und den äußeren Liquorraum in dem, aufpassen, Superarachnoidalraum. Schweres Wort. Anderes Wort dafür ist Spinalkanal. Hätte ich gleich sagen sollen. Die Farbe von dem Liquor ist wasserklar. Die Menge ist ca. 150 bis 160 Milliliter. In 24 Stunden werden ca. 500 Milliliter neu gebildet und resorbiert. Die Bildung vom Liquor erfolgt im Adergeflecht der Hirnventrikel. Resorbiert werden sie im Blutkreislauf. Die Funktionen des Liquors sind die Schutzfunktion von Hirn und Rückenmark. Denn das Hirn und das Rückenmark werden schwebend gehalten. Dann die Temperatur ausgleichen und die Versorgung des Hirngewebes mit Eiweißen und Glukose. Diagnostische Bedeutung des Liquors. Hier blende ich euch eine Lumbalfunktion ein. Die Funktion des Liquors. Es gibt dann die mikroskopische Untersuchung, da kann man Zellen feststellen, zum Beispiel Bakterien und Eiweiße. Es gibt die makroskopische Untersuchung, die man schon mit dem bloßen Auge wahrnehmen kann. Wenn das Liquor blutig ist, weist es auf eine Hirnblutung hin. Wenn es gelblich ist, wird die Hirnblutung schon abgebaut, das Bilirubin in der Blutung. Wenn er milchig trüb ist bis eitrig gelb, weist das auf eine Infektion hin. Die Quellen entnehme ich, wie auch beim letzten Mal, meinen Unterrichtsaufzeichnungen des BSZ Hugo Junkers. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht, dass ich euch das Nervensystem nochmal nahegebracht habe. Und damit verabschiede ich mich schon aus dem Off. Ich hoffe, das Video war wieder genauso informativ wie das letzte. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir noch bitte einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt und noch mehr Erklärvideos alle 4 Wochen, dann abonniert mich doch ganz schnell. Oder da oben. Könnt ihr auch mal gucken. Schaut auf jeden Fall jetzt öfter auf meinen Kanal vorbei. Ich habe schon wieder ganz neue, viele Videoideen für das Jahr 2017 und das wird einfach nur phänomenal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag, eine schöne nächste Woche und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüssi!